Ja, Mahlzeit, liebe Freunde. Ich habe heute etwas gelesen, das in dieser Art nicht das erste Mal ist. Ihr habt es, wenn ihr ein bisschen aufmerksam auf die, ich sag mal, Kulturszene, vor allem Autoren der vergangenen Zeiten seid, vielleicht schon in anderem Zusammenhang gemerkt. Nun passiert es auch Agatha Christie. Ich gebe zu, ich bin ja ein bisschen Eigennutz bestimmt auch gewesen. Ich wusste ja schon, dass die Werke von Ian Fleming, also James Bond und Roald Dahl, von dem ich persönlich nichts gelesen habe, auch nur sehr wenig weiß. Hier haben wir Charlie and the Chocolate Factory, also das die Dings und die Schokoladenfabrik. Oder auch einer, was ist das? Harriet ist, glaube ich, eine Frauenname, ne? Harriet Beecher Stowe's Uncle Tom's Cabin. So wurden schon modifiziert. Nun trifft es auch Agatha Christie laut dem Telegraph, also im Land der originalen Sprache sogar, so, nicht mal hier in Deutschland, so dass man sagen könnte, sondern ja gut, auch selbst dort, also selbst im Originalland wird es verändert. Ich lese es einfach mal vor, was hier steht. Angepasst für das 21. Jahrhundert. Verlag entschärft, das finde ich toll, entschärft Romane von Agatha Christie. Also in Agatha Christies Romanen geht es in der Regel um Mord. Ein Mensch bringt einen anderen oder mehrere andere um. Es geht um Mord. Was ist da zu entschärfen? Es ist das denkbar schlimmste Verbrechen, das ein Individuum begehen kann. Genozide können ja nur Staaten oder größere Verbände begehen. Aber so. Der Mord ist noch ertragbar, aber er muss entschärft werden. Sagen Verlage und entscheiden es. Oft leider auch mit Zustimmung nach noch lebender Angehöriger, was ich besonders schrecklich finde. Die Vorstellung, ich habe das ja selber, ich bleib mal erstmal bei dem hier. Der sprachliche Wandel, das ist ein Euphemismus, aber diese Zeitung sagt, wir übersetzen hier nur ohne Zustimmung oder Ablehnung Texte aus dem Ausland. Der sprachliche Wandel macht auch vor dem größten Krimi-Autor aller Zeiten nicht halt. Einige ihrer Romane wurden wegen Beleidigung oder Rassismus überarbeitet und neu aufgelegt. Christie ist nicht die erste große literarische Figur, der dies posthum geschah. Mehrere Romane der britischen Schriftstellerin Agatha Christie 1890 bis 1976 scheinen bearbeitet worden zu sein, um möglicherweise anstückige Passagen zu entfernen. Auch NTV hat das bestätigt. Laut der Zeitung The Telegraph soll es um Beleidigungen oder Hinweise auf die ethnische Herkunft gegangen sein. In den Fällen von Poirot und Miss Marple, die zwischen 1920 und 1976 geschrieben wurden, seien Passagen in neuen Ausgaben überarbeitet oder entfernt worden, heißt es in dem Bericht. Ziel war es daher, die Werke von Sprache und Beschreibung zu befreien, die das moderne Publikum als anstößig empfindet. So wurde laut Telegraph einer kürzlich erschienenen Neuauflage eine Passage mit der Figur einer britischen Touristin, die ihrem Frust an einer Gruppe von Kindern Luft macht, redigiert. Eine Reihe von Verweisen auf lächelnde Menschen, what? Und Kommentare zu ihren Zähnen und ihrem Körperbau wurden ebenfalls gelöscht. Weitere Beispiele werden angegeben. Wie gesagt, dann kommt auch noch ein Fleming, Roald Dahl. Große waren auch schon große Opfer dieser. Man muss sagen, es ist ja eine politisch motivierte Säuberung. Ne? So, also ich finde den Gedanken, obwohl ich mich weder mit Agatha Christie noch Roald Dahl irgendwie jemals als Autor werde messen können. Weder in meinen Bildern noch mit großen Malern noch in meinen Texten als Autor. Gibt ja viele so Autoren und Maler minderen Charakters, die auch aus früheren Zeiten minderer Qualität, hoffe, dass ich keinen minderen Charakter habe, aber auch das überlasse ich dem Urteil der Nachwelt.
die so oder so treffen wird, wenn man dann überhaupt in Erinnerung bleibt. Aber jetzt ganz im Ernste, ich finde die Vorstellung entsetzlich. Und zwar aus der fast genau gegenteiligen Richtung kommend. Meine Romane sind zwar nicht politisch woke, aber sie würden durch ihre Diversität an Rassen, Kulturen, Sexualitäten und so weiter, die in meinen Romanen vorkommen, ich glaube, einem woken Publikum nolens volens gefallen. So. Abgesehen davon, dass sie, sobald sie über meine Person als Autor wüssten, natürlich meine Sachen alle wieder boykottieren würden, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, ich stelle mir vor, das hat für mich, das ist für mich, ich schreibe ja Kurzgeschichten schon seit den späten 80ern. Und die waren immer das, was man heute divers nennt. Und nicht, weil mir politisch, wenn ich schrieb, ich schreibe nie politisch, also seitdem meine politischen Bücher. Romane sind für mich nie politisch. Sie haben auch keine Botschaft im eigentlichen Sinne. Sie haben allenfalls eine allegorische oder parabelhafte, einen Sinn. Tolkien hat das auch mal gesagt. In seinen Büchern gibt es keine politische Botschaft. Man kann etwas herauslesen, wenn man will. Aber es ist nicht der primäre, und so ist es auch für mich, primär Unterhaltung und auch eine Arbeit an mir, an meinem Innenleben ein bisschen und natürlich auch einfach Spielerei. Ich habe mich oft selbst eher als Entertainer, als Unterhalter bezeichnet. Und das sehe ich gar nicht im negativen Sinne. Wenn ich zum Beispiel einen, der mich unter anderem auch beeinflusst hat, war der niederrheinische Kabarettist Hans-Dieter Hüsch, ist lange her, werden die meisten heute nicht mehr kennen. Und der hatte so einen Unterhaltungsstil. Also viele der politischen, der ist Anfang dieses Jahrtausends gestorben, hat also in den 70ern bis Nullerjahren, so war seine große Zeit. Und es war ja eine Zeit, in der viele Kabarettisten politisch waren und viele politische Kabarettisten haben ihm schwer vorgeworfen, dass er ganz unpolitische Texte geschrieben hat und vorgetragen. Und das Interessante ist, ich kann aber Hans-Dieter Hüsch heute im Jahr 2013 auf YouTube irgendwas mir raussuchen über, weiß ich nicht, der Niederrheiner, weil er kam daher und das war immer auch sein zentrales Thema. Die Charakteristik der Menschen vom Niederrhein, darauf kam er immer wieder zurück, als einer, der daherkam. Und das ist deswegen auch zeitlos. Und wenn wir Sherlock Holmes lesen, von Sir Arthur Conan Doyle oder James Bond von Ian Fleming oder eben Poirot und Miss Marple, wobei Poirot den weitaus größeren Anteil ausmacht, von Miss Marple gibt es nur sehr wenige Romane, von Agatha Christie, dann sind das zeitlose Romane, auch wenn sie natürlich in einer bestimmten Zeit angesiedelt sind und den Zeitgeist dieser Zeit wiedergeben. Also ich meine, es scheint diese seltsame Vorstellung vorzuherrschen, weil dort irgendeine Beschreibung über dunkelhäutige, ich weiß gar nicht, in Afrika oder mit Afrikanern hat, wenn ich mich richtig entsinne, nichts gespielt. Es gibt da einmal Tod auf dem Nil in Ägypten. Das ist jetzt das Einzige, wo mir die meisten Poirot-Romane sind ja sonst in England selbst. Und das damalige England hatte noch keine große Ansammlung von Farbigen. Und ich kann mich jetzt auch nicht auf eine einzige Passage, die sexistisch oder, naja, gut, in der Empfindlichkeit der heutigen Woken-Frauen mag das vielleicht so sein. Wenn Poirot manchmal sagt, das ist eine adrett aussehende Frau, dann ist das vermutlich schon viel zu viel. Ja, es war aber der Zeitgeist, so zu sprechen und so zu denken und so zu äußern, sich als Mann. Nun kann man das ja kritisch finden, das ist ja jedermanns und jeder Fraus Recht. Aber wie als Historiker auch, als Kulturschaffender und als Historiker
ist es für mich unerträglich. Denn wenn jetzt künftige Historiker in 200 oder 500 Jahren, wenn es dann noch welche gibt, ich habe ja schon in den 90er Jahren in einem meiner ersten Werke, damals habe ich, glaube ich, mal späte 90er, Mitte 90er, da habe ich die ersten Skizzen gemacht für Anderland 1. Und das ist ja eine Zukunft im Jahr 2000, ich weiß nicht, 73 oder 77 oder sowas. Und da ist Geschichtswissenschaft abgeschafft. Also Geschichte als Wissenschaft ist verboten, weil, so heißt es in meinem Roman, es sei rückwärtsgewandt und rückwärtsgewandt gilt als ein böser Vorwurf. Und das war damals nicht vorausschauend prophetisch, dass ich dachte, das kommt so oder fürchte, das kommt so. Das war einfach, weil ich dachte, diese Wende, das kommt ganz am Anfang des Buchs, sei ein interessanter Aufhänger, wie läuft eine menschliche Gesellschaft, die das, was war, den Menschen nicht mehr zumuten will und sich von der Vergangenheit komplett abschneidet. Das ist nicht Hauptthema des Romans, aber es war ein interessantes Momentum, wo ich dachte, das wäre interessant zu bringen. Und nun leben wir in einer Zeit, in der das immer mehr real wird. Also wir sehen das auch in filmischen Darstellungen, wenn etwa, wie war sie noch, Anne Boleyn, die hingerichtet wurde, also eine der Frauen von Heinrich dem Achten, ich glaube es war die Figur Anne Boleyns, die Person. Anne Boleyn war ja eine reale Person. Wir wissen auch von Gemälden, wie sie aussah. Also über ihre Ethnie gibt es keinen Zweifel und trotzdem wurde sie in einer Verfilmung letztens von einer Schwarzen dargestellt. Und das ist eine Verfremdung, bis den Leuten wirklich eingeprügelt wird. Das ist so ein bisschen wie dieses, was man von, ich weiß nicht, aus welcher Richtung das aufkam genau, aber diese Behauptung, die mehrmals durch Deutschland gegeistert ist, die Türken hätten nach 1945 Deutschland aufgebaut. Das geht rein zeitlich nicht, weil die sind einfach später gekommen. Da war Deutschland größtenteils wieder aufgebaut, als die kamen. Da will ich nicht die Leistung der Türken, gerade der ersten Generation, schmälern, das ist auch gar nicht der Punkt, aber es ist einfach historische Verfälschung. Man kann sich über all diese Dinge jedes Urteil bilden, wie man will, über die Zuwanderung der Türken, über den Aufbau Deutschlands, über Anne Boleyn, über, weiß ich nicht, ist ein Flemings James Bond sexistisch oder nicht? Sind Passagen Agatha Christies rassistisch oder nicht? Darüber ist in einer freien Gesellschaft für mich als liberaler Mensch eines jeden Menschen Recht, jede Meinung zu vertreten und auch zu äußern. Aber wenn wir es nicht mehr lesen können, wir berauben Literaturwissenschaftler, Leser und Historiker der Zukunft jeder Möglichkeit, über diese Zeiten irgendein realistisches Bild zu erhalten. Also es ist auch eine Art Schuss ins Knie für diejenigen, die hier mit einem Furor Rassismus und Sexismus bekämpfen wollen. Denn wenn wir in 100 Jahren das abgeschlossen haben und alle Werke der Menschheit sind sexistisch und rassistisch bereinigt, es wird ja kein Mensch mehr das Gefühl haben, Rassismus wäre ein großes Thema, weil es sich in keinem Text mehr wiederfindet. Man wird dann die Mona Lisa, weiß ich nicht, dunkelhäutig übermalt haben, weil so viel das zu viel eine weitere zu viele von zu vielen weißen Personen auf Gemälden ist. Und das mögt ihr jetzt lustig finden, aber glaubt mir, die Forderung dazu kommt. Sind vielleicht auch schon da, genug Quartalsirre gibt's. Sie können, das moderne Publikum könnte es anstößig empfinden. Also ich meine, in welcher Zeit leben wir? Im Hyperpuritanismus. Ich dachte, zur Moderne gehört, dass wir über die Anstößigkeit uns hinweg entwickeln, sondern sagen, wenn etwas uns nicht mehr unserer Vorstellung entspricht, ja, so haben die Menschen damals halt gedacht.
Also wenn man an die Geschichten Huckleberry Finn, Tom Sawyer, da kommen ja Schwarze vor. Ja, natürlich gibt es relativ wenige, die eine solche Gesellschaft wollen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand jemals Onkel Toms Hütte von Harriet Beecher Stowe oder die Werke von über Huckleberry Finn und Tom Sawyer lesen wird und ernsthaft der Meinung sein wird danach, oh, so möchte ich, dass diese Menschen wieder behandelt werden. Oder weiß ich nicht, um mich selbst zu nehmen, meine eigene Minderheit. Ich würde niemals wollen, dass die negativen Äußerungen über Schwule in Romanen der Vergangenheit getilgt werden. Natürlich bin ich darüber, ich will nicht mal sagen beleidigt, weil es war auch halt einfach die Zeit, aber es ist schon ein Unwohlsein. Aber Menschen müssen mit dem Unwohlsein, mit der Konfrontation vergangener Perspektiven einfach leben. Oder um es anders zu sagen, es gibt kein Recht, nicht empört zu werden. Das gibt es nicht. Es gibt kein Recht darauf, nicht empört zu werden. Das ist ganz wichtig, weil empört ist so subjektiv, dann gibt es praktisch gar nichts mehr. Außer, weiß ich nicht, harmlose Kindergeschichten, die um alles Störende bereinigt ist. Und das ist auch kein geistiger Wachstumsprozess mehr, weil wenn wir Literatur lesen oder wertvolle Filme, die des Sehens wert sind, oder auch solche, die es vielleicht nicht so sehr sind. Ich bin kein großer James-Bond-Film, für mich ist das keine hohe Filmkunst. Sorry, wenn ich jetzt Bond-Fans zu nahe trete. Ist auch nur meine Meinung. Aber wie sollen wir uns, wenn nicht durch Reibung mit etwas, das uns stört, weiterentwickeln, wenn alles glatt ist? Wenn wie eine Seife alles uns sauber durch die Hände glitscht? Sondern im Gegenteil, gerade nehmen wir mal Schopenhauer und Nietzsche, zwei Autoren, die ich früh mit vielleicht 14 eine der ersten Philosophen, die ich gelesen habe. Die haben mich erst sehr verschlungen. Ich war durch Nietzsches Pessimismus sehr eingenommen. Quatsch, durch Schopenhauers Pessimismus sehr eingenommen, danach durch Nietzsches, ich weiß gar nicht mehr, wie ich die Welt sich nennen will. Und für mich gehörte es dann zum Leben dazu, dass ich mich von diesen Leuten wieder emanzipierte, ohne sie aufzugeben. Das heißt, ich habe eine Prise Schopenhauer behalten, ich habe etwas von Nietzsche behalten, aber ich musste mich daran reiben. Mich störten Aussagen. Oder ich merkte, dass mich Aussagen von Schopenhauer sinnlos runterzogen, von Nietzsche aufregten oder verwirrten. Und ich arbeitete und tue das bis heute an der Verwirrung, an meiner Verwirrung, an meiner Reibung mit den Textpassagen, die mich anstoßen, die mich aufregen, die mich vielleicht auch beleidigen oder ärgern. Wenn das nur Gefälligkeitstexte wären, so wie von Richard David Precht, der nur Gefälligkeitsphilosophie praktiziert, ja, dann brauche ich das nicht mehr. Das ist unnütze Philosophie, unnütze Roman, unnütze alles. Also ich kann Texte lesen der Vergangenheit über, weiß ich nicht, was haben Araber vor 1000 Jahren oder vor 800 Jahren über Europäer geschrieben? Oder was haben Europäer vor 1000 Jahren über Muslime geschrieben? Oder was auch immer? Was haben die Leute im chinesischen Kaisertum vor 200 Jahren über den Westen geschrieben? Oder der Westen vor 200 Jahren über die Chinesen? Das wird alles andere als beruhigend und entspannend sein. Sondern voller Vorurteile, voller Ablehnung, voller verrückter Perspektiven. Und deswegen können wir daraus lernen, weil sie nicht bereinigt sind. Vor allen Dingen erwarte ich von Verlagen, dass sie dem Autor treu sind, nicht dem politischen Zeitgeist. Oder wenn sie eine politisch bereinigte Version herausbringen, dann erwarte ich als mindestens Minimum zweierlei, dass es zwei Ausgaben gibt. Eine uneditierte, in der steht,
Von mir aus kann vorne eine Triggerwarnung stehen, ist mir dann auch egal. Wo dann steht, das ist die Originalausgabe, wie sie Agatha Christie entstanden hat, kann für Leute, die, weiß ich nicht, politisch sensibel sind, sie aufregen. Dann kann der sagen, oh, das will ich lieber nicht, ich will lieber die geschönte Fassung. So. Und dann gibt es die überarbeitete Fassung, da steht fett auf dem Cover, überarbeitete Fassung nach politischen Gesichtspunkten des Jahres so und so, so und so. Dann kann ich als Kunde sagen, nee, ich will die Originalfassung lesen oder nee, ich will mich lieber beruhigen und entspannen, ich will nicht politisch aufgeregt sein oder in meinen Empfindsamkeiten, ich lese die geschönte, verharmloste Fassung. Wobei, wie gesagt, Romane, die von Mord handeln, verharmlosen zu wollen oder wie heißt es hier oben, abgeschwächt werden, abgeschwächt, entschärft. Es ist nicht der Sinn eines Romans, abgeschwächt oder geschärft zu sein, sondern zu empören, anzustoßen. Es gibt mit Sicherheit auch Stellen meiner Romane, die viele anstößig empfinden werden. Vermutlich aus der eher umgekehrten Richtung. Aber es ist nicht meine Absicht, dass ich für ein bestimmtes Publikum schreibe, sondern dass ich schreibe, was ich für richtig halte. Und dann kann der Leser sagen, oh, das will ich nicht lesen oder das will ich lesen. Ganz einfach. Ich will aber keine editierte Fassung. Das ist meine Horrorvorstellung. Ich, der ich eher zeitgemäß schreibe, verhältnismäßig jedenfalls, glaube ich. Jetzt stelle ich mir vor, es würde eine super rechtskonservative Zeit in 100 Jahren kommen. So. Und alle schwulen Charaktere, die in meinen Romanen vorkommen, würden alle heterosexuell umgeschrieben, weil das ist Entschärfung und Abschwächung. Weil das dem dann, der Moral der dann herrschenden reaktionären Kultur nicht entspräche. Dann würde ich das als genauso, sagen wir mal, vom Jenseits aus, wenn ich so metaphorisch sprechen darf, als ungeheuerlich empfinden und sagen, nee, dann verbrennt die Bücher lieber. Und das meine ich als Autor ganz ernst. Besser es ist dem Flammen übergeben oder von mir aus in einen Giftschrank weggesperrt, wo man nur mit Sonderzugang zu lesen bekommt, aber etwas zu verfälschen und dann zu sagen, das ist das Werk von Agatha Christie, ist einfach eine Unwahrheit. Dann muss man wirklich draufschreiben, Achtung, nicht Originalfassung aus politischen Gründen zensiert. Und dann muss auch an jeder Stelle stehen, die verändert ist oder wo was fehlt. Fußnote, hier wurde etwas gestrichen oder hier wurde etwas geändert, damit der Leser weiß, es war hier mal anders. Ist aber eine unkenntlich gemachte Veränderung von Texten, die den Leuten als Originalwerke von Ian Fleming, Roald Dahl oder Agatha Christie verkauft werden, ist einfach Betrug. Es ist Betrug. Es ist nicht das Werk von Agatha Christie. Es sind nicht die Werke von Ian Fleming, Roald Dahl und wem auch immer. Gibt ja viele auch im Deutschsprachigen, denen das wieder passiert ist. Und dann muss man es, wie gesagt, dann ist die Mindestpflicht dahin zu schreiben, vorne groß aufs Cover, politisch redigierte Ausgabe. Nicht das Originalwerk des Autors oder der Autorin, sondern editiert nach diesen und jenen politischen Gesichtspunkten, Stand des Jahres 2023, was auch immer. Und dann soll von mir aus die Originalausgabe in schwer zugänglichen Giftschränken, wo wenigstens eines Tages Historiker und Literaturwissenschaftler der Zukunft die Chance bekommen, die tatsächlichen Texte zu kennen. Wir haben uns ja, das Christentum hat sich ja mit den heidnischen Philosophen und dem Heidentum schwer auseinandergesetzt, wobei der große Teil, 99% der antiken Literatur sind es ja verloren, wobei der große Teil nicht durch bewusste Vernichtung, sondern einfach durch Vernachlässigung, weil Papyrus und Papier haben ja nur eine begrenzte Haltbarkeit und man hat einfach aufgehört, diese Dinge abzuschreiben. Gut, es gab auch einige gezielte Vernichtungen,
macht allerdings keinen so großen Anteil aus, wie man früher auch gedacht hat. Und dann natürlich, weil Papier und Papyrus extrem teuer war in einigen Zeiten des Mittelalters, hat man Dinge einfach ausradiert und mittelalterliche christliche Texte drüber geschrieben. Ich glaube, das nennt man Palimpsest, wenn ich mich nicht irre. Und das gibt uns mit technischen Möglichkeiten immer noch heute die Möglichkeit, viele der Texte, die drunter sind, sind ja noch durch, gerade mit moderner Technik, dann durchscheinbar wieder zu rekonstruieren. Aber die moderne, auf, wie sagt man, Elektronik basierende Informationstechnik, da wird das schwer. Natürlich kann man sagen, solange es Internet gibt, wird sich irgendwo auch eine PDF-Ausgabe des Originals finden. Aber das ist natürlich nur, solange es die Technik gibt. Wenn es durch irgendeinen Crash die Technologie uns abhanden kommt und die Chancen aufgrund der Öko-Heinis stehen ja leider nicht mal ganz schlecht, dann ist ja nur noch das Gedruckte da. Nun kann man sagen, klar, es wird einige alte Ausgaben haben, aber wie gesagt, Papier hält halt nicht endlos lange. Und wenn Verlage dann nur noch die politisch überarbeiteten Ausgaben veröffentlichen, dann ist das, was da zu lesen ist, in 200 Jahren das, was dann Leute glauben müssen. Das hat Agatha Christie so geschrieben, das hat Ian Fleming so geschrieben. Und das ist gerade, wenn diese Stellen problematisch sein sollten, eine Geschichtsbeschönigung, die im Sinne einer Aufarbeitung von mit Sicherheit gibt es sexistische und rassistische Ansichten, die in diesen Zeiten auch in diese Romane eingeflossen sind. Das will ich nicht immer leugnen. Wobei ich sie nicht als besonders hart oder schwerwiegend ansehe, aber sie sind auch aus meiner heutigen modernen Sicht da. Das würde ich überhaupt nicht leugnen. Aber wir arbeiten uns daran ab. Wir wachsen daran. Wir beschäftigen uns damit im Inneren. Wir setzen uns damit auseinander. Wir editieren es nicht weg, um uns wohlzufühlen. Wie gesagt, es gibt kein Recht, nicht empört zu werden. Und schon gar nicht von Literatur. Literatur ist gut, wenn es nicht absolute, völliger, harmloser Eskapismus ist, was auch seinen Wert und seinen Nutzen hat. Ich selbst konsumiere durchaus nicht wenig davon, weil wenn man Soziologe ist und sich mit Politik und Geschichte beschäftigt, ist man ohnehin schon im Dauerstress. Dann lese ich in der Freizeit nicht auch schon wieder Dinge, die mich aufregen. Aber das ist was anderes, das ist meine Wahl. Aber es kann doch nicht sein, dass wir Literatur politisch abschwächen. Abschwächen. Und entschärfen. Romane, wo es um Mord geht. Da kann man gleich den Roman verbieten, wenn man sagt, Mord ist böse und davon darf keiner lesen. Was ist denn der Sinn davon? Mit diesem Argument kann man einen Großteil aller Romane, die überhaupt jemals geschrieben wurden, das Verhalten von Odysseus, das oft alles andere als vorbildlich ist, also um wirklich richtig weit zurückzugehen, oder das Verhalten vieler Leute im Trojanischen Krieg, ein Großteil der Ilias und der Odyssee müssten dann gelöscht werden. Und dann wäre der Umfang dieser Romane und dieser Geschichten, weiß ich nicht, noch ein Drittel davon, der er vorher war. Das kann doch nicht der Weg sein, jetzt mal ganz im Ernst, dass wir anfangen, unsere gesamte Literatur umzuschreiben und dann, wie gesagt, noch die Unverschämtheit haben, zu behaupten, das sei der Roman, den Agatha Christie geschrieben hat. Nein, das ist es eben nicht. Und das ärgert mich, wie gesagt, als Leser, als Autor und besonders natürlich als Historiker. Denn gerade wenn ich etwas lese, auch wo gelogen wird, dann ist eben die Forderung an den Historiker zu sehen, welches Interesse könnte der und der, weiß ich nicht, Beispiel Vita Carolini, also das Leben von Carolini Magni, also das Leben von Karl dem Großen, von dem Mönchen Einhard. So. Das ist natürlich eine große Lobpreisung, die darf man nicht für bare Münze nehmen. Aber dann ist man verpflichtet, sich als Historiker kritisch mit dem Text auseinanderzusetzen. Und gerade weil er eben nicht unproblematisch ist,
ist der interessant und ist es die Aufgabe von Historikern, sich daran in, es in ein Gesamtwerk. Wäre das alles in den letzten, weiß ich nicht, sagen wir mal 100 oder 200 Jahren oder länger irgendwann mal redigiert worden, sodass man sagt, oh, das bereinigen wir jetzt, sodass alle möglicherweise Beschönigungen raus sind, dann wäre es zwar vielleicht wahrhaftiger, aber uns wäre eine entscheidende Sicht geraubt, nämlich die Sicht, die damals A. Einhard, der Autor, und B. viele seiner Zeit auf Karl den Großen haben wollten. Das heißt, uns würde diese Perspektive der Zeit völlig verloren gehen. Texte dürfen nicht bereinigt und entschärft werden. Niemals. Also, wenn man sagt, dass Agatha Christie so schlecht ist, dann sagt man von mir aus ab 18. So. Aber es kann keine Entschärfung geben. Also es gibt ja Filme, die sind brutal, furchtbar, rassistisch, sexistisch, alles. Also gerade so im Bereich der Kunstfilme. Ich würde mir viele davon auch gar nicht angucken wollen, weil ich dann sehe, okay, da ist es so und so, will ich nicht sehen, regt mich zu sehr auf. Aber da kann ich es entscheiden, weil ich weiß es und es ist da und andere können es genießen oder wissenschaftlich bearbeiten und es ist so da, wie es gemacht wurde. Und so hat es zu sein. Und das ist wirklich Orwellianismus. Da gibt es ja diesen Satz, ich kriege jetzt nur noch vage hin mit, die Geschichte wurde verändert, aber die Veränderung wurde vergessen, sodass die Leute das Veränderte für die Wirklichkeit hielten. Das heißt, das gewollte, manipulierte Geschichtsbild wurde zur wahren Vorstellung über die Geschichte. Ich nenne das so ein bisschen die Wakandaisierung afrikanischer Geschichte. Dass in zunehmendem Maße auch gerade im Woken-Bereich echt geglaubt wird. Als sei Afrika so eine Art großes Wakanda gewesen. Und der böse weiße Mann habe das gigantische, supergerechte, fortschrittliche Wakanda Afrika platt gemacht. Und es hilft uns nicht. Es hilft uns nicht. Wir verblöden nur und wir riskieren, was gerade auch im Sinne dieser Leute eigentlich nicht sein dürfte. Wir riskieren durch die Verblödung, dass sich die Fehler wiederholen. Weil wie sollen wir denn lernen, wenn wir nicht wissen, wie es wirklich gewesen ist? Das ist das berühmte Wort des ersten Historikers Thukydides: Ich will die Dinge so berichten, wie sie sich wirklich zugetragen haben. Und wenn wir nicht mehr das glauben können, was da steht, dass das so damals geschrieben wurde, dann wird aller Betrachtung der Menschheitsgeschichte sämtlicher Boden unter den Füßen geraubt. Und wir sind für ewig verdammt, verdummt zu bleiben.